Herzlich willkommen heute zum Thema Berlin Start, ein Förderprogramm der IBB. Und wenn du Gründer bist oder Jungunternehmer, kannst du dieses Programm für dich nutzen. Mein Name ist Daniel Schäfer, ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensentwicklung. Und wir helfen dabei, jedes Jahr Menschen dieses Förderprogramm für sich auch nutzbar zu machen. Meine Aufgabe wird es nun sein, ein paar Fakten und Rahmenbedingungen erstens hier zu nennen und zweitens auch was zu beachten gilt, wenn du das beantragen willst. Die erste Frage ist, wer kann das denn überhaupt beantragen? Und das, die gute Nachricht ist, können nicht nur Gründer beantragen, sondern auch Jungunternehmer bis maximal 5 Jahre nach Gründung. Das ist also ein großer Vorteil. Du kannst also klein starten und sagen, im zweiten, dritten oder vierten Jahr möchtest du ein wenig größer dein Unternehmen ausrollen, dann ist das auch das richtige Programm für dich. Ja, was kann insgesamt dort alles finanziert werden? Nun, die gute Nachricht ist, dass du sicherlich Investitionen dort finanzieren kannst. Es gibt aber auch Unternehmen, gerade im Online-Bereich, im IT-Bereich, im Innovationsbereich, die vielleicht gar nicht so viel Investitionen haben, sondern die haben eher Betriebsmittel. Was ist jetzt der Unterschied? Und der ist relevant für deinen Kreditantrag, für deinen Fördermittelantrag. Investitionen sind alles Dinge, die du, wenn du sie fallen lässt, die auf den Fuß fallen und wehtun. Bei Betriebsmitteln ist das nicht der Fall. Wenn du eine Website machst, gut, die kannst du für dich herstellen lassen, aber nicht weiterverkaufen, stellt also keine wirkliche Sicherheit dar, wenn du Texte, Fotos oder Videos machen lassen kannst. Und gerade wenn du dann deine Personalkosten, hier abgekürzt mit PK, oder deine Fixkosten, deine betrieblichen Fixkosten, Miete, Versicherung, Strom, Geschäftskonto, Buchhaltung und so weiter, wenn du das alles vorfinanzieren lässt, dann sind das keine Sicherheiten mehr für die Bank. Das Geld ist ausgegeben, ist nicht verwertbar. Und dieser Bereich, das gerade bei Startup-Unternehmen, bei Startup-Gründern sehr weit verbreitet, dass sie vielleicht nur einen Laptop kaufen, vielleicht einen Tisch und einen Stuhl fürs Büro, ein Telefon, das war's. Und der größte Teil so einer solchen Finanzierung, also wenn beispielsweise eine Finanzierung von 100.000 Euro aufgebaut wird, dann haben sie Investitionen, vielleicht nur 10% und 90%, das sind dann hier die sogenannten Betriebsmittel. Und viele Förderprogramme spielen da nicht mit. Zum Beispiel das KfW Startgeld hat nur eine Betriebsmittelanteilreserve von 30.000 Euro vorgesehen und nicht mehr. Und jetzt willst du ein Startup gründen mit vielleicht 12 Monaten vorlaufenden Personal- und Fixkosten, dann ist Berlin Start hier das Richtige, weil du kannst bis zu 250.000 Euro von diesem Programm auch Betriebsmittel dort beantragen. Wie ist nun der Ablauf, wenn du jetzt einen Antrag stellst? Nun, der Prozess startet in der Regel damit, dass du erstmal deinen Antrag erstellen musst. Und da reicht ein normaler Businessplan nicht aus. Du brauchst also hier eine spezielle Variation des Businessplans. Man nennt den auch den Kreditantrag, der darauf ausgerichtet ist, dass der Banker genau versteht, was ist das hier für eine Idee? Ist das Gründerteam kreditwürdig? Und ist dann das Projekt, was vorgestellt wird, auch kreditfähig? Das heißt, kann auch der Kredit zurückgezahlt werden, können die Zinsen auch bezahlt werden und so weiter. Das heißt, es wird ein Kreditantrag erstellt. Das liegt in der Regel an dir, wie lange du dafür brauchst. Und wir als Agentur helfen dabei. Und da wird der Finanzplan erstellt über 36 Monate. Es wird ein Text erstellt, der das Ganze beschreibt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Anhängen, die da konzipiert werden. Und dann geht es zur Hausbank. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also zu einer Geschäftsbank. Das kann deine Sparkasse, Volksbank, GLS, Deutsche Bank, was auch immer sein. Du kannst auch zu einer anderen Bank gehen. Und die bearbeitet dann deinen Antrag in der Regel so 3 bis 4 Wochen. Nun, wenn du jetzt fertig bist, das heißt, du hast hier deine Anträge zu 100% fertiggestellt und bist zur Hausbank gegangen, dann, wenn die das positiv bescheidet, dann geht es als nächstes zur IBB. Ja, und die braucht vielleicht auch nochmal 3 bis 4 Wochen. Und der Unterschied zum KfW Startgeld ist, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, ist hier die Bürgschaft nicht integriert, sondern nach der IBB geht es dann in der Regel noch zur Bürgschaftsbank Berlin und die braucht vielleicht auch nochmal 2 bis 3 Wochen. Und nun siehst du es, wie lange es dauert, wenn du hier an diesem Zeitpunkt deinen Antrag fertig hast, wie lange die Bank braucht, um dann eine Zusage dann auch zu erteilen, einen Vertrag fertig zu machen, ein Angebot. Das heißt, die Banken brauchen ja in der Regel mindestens 2 bis 3 Monate.
Ja, und jetzt ist die Frage, wie lange brauchst du alleine? Wahrscheinlich länger. In der Regel macht es hier Sinn, mit der Agentur zusammenzuarbeiten. Wie sind jetzt nun die Konditionen? Das würde dich auch interessieren. Also wie ist das mit Zins, mit Tilgung, mit den Prozenten? Also dein ganzer Antrag, den du hier erstellst, der wird geratet, der wird bewertet. Und selbst wenn du eine positive Zusage bekommst, kann die Zinsrate zwischen irgendwas so um 1% bis irgendwas um 6% reichen. Die letzten Anträge, die wir haben, die lagen bei ca. 2,6%. Ich empfehle dir aber bei deiner Finanzplanung von ungefähr 3 bis 4% davon auszugehen, sodass, wenn es günstiger ist, du halt mehr Liquidität hast. Also 2,6% können hier die Zinsen sein und du hast die Möglichkeit, eine Laufzeit auszuwählen. Zwischen 5 Jahre, 10 Jahre, 8 Jahre. Das wählst du dann dort aus. Das Wichtige ist, du hast eine tilgungsfreie Zeit von bis zu 24 Monaten. Das bedeutet, dass du 24 Monate lang nur die Zinszahlung hast und dann ab dem 25. Monat mit der Tilgung beginnst. Was bedeutet das für dich? Nun, du hast versus anderer Kredite von Geschäftsbanken hier eine Förderung in 2 Jahren, die ersten 2 Jahre deines Unternehmens in der Liquidität vorzufinden, denn die Tilgung beginnt ja erst ab dem 25. Monat. Und das ist ein ganz erheblicher Vorteil gegenüber den herkömmlichen Geschäftsbankenkrediten. Ja, und der Zinssatz natürlich, der ist auch gefördert. Weil wenn du als Gründer ohne Vergangenheit, ohne belastbare Zahlen, vielleicht noch ohne Sicherheiten, weil die BBB noch als Bürgschaftsbank einsteigt, zur Bank gehen würdest, hier um die Ecke, dann sagen die meisten, zeigen Sie mir erstmal die letzten 3 Jahre Ihre Zahlen, da gibt es was. Und selbst wenn Sie das bekommen würden, dann hätten Sie einen Zinssatz von 8, 9, 10%, die Sie dann ausgeben, die Geschäftsbanken. Nun, zusammengefasst ist das also ein wunderbares Programm, gerade auch für Start-up-Unternehmer, die viel Betriebsmittelanteil haben. Aber wichtig ist einzuplanen, mindestens 1 bis 2 Monate dauert die Antragstellung und dann dauert es noch ungefähr 3 Monate, bis dann das Förderprogramm tatsächlich auch als Vertragsangebot ausgereicht wird, unterschrieben wird und dann kommt dann erst irgendwann das Geld. Also plane hier gut ein halbes Jahr ein. Wenn du sagst, ich möchte jetzt finanzieren, heute wäre jetzt Januar, gut, dann gibt es vielleicht im Juli, August das Geld. Wenn du dabei Hilfe brauchst bei der X-Group, gerade hier bei der Antragstellung, bei der Vorbereitung der Bankgespräche, also ein Assessment Center zu erleben, welche Fragen stellt denn der Bankmitarbeiter hier in diesem Gespräch und dann vielleicht bei der IBB noch oder bei der BBB. Wenn du da Unterstützung brauchst, diese Phase so kurz wie möglich zu gestalten und vor allen Dingen keine Fehler zu machen, dann findest du gleich einen Gutschein. Denn der erste Leser hier in der Hausbank, das ist ein Häkchenmacher, der prüft nur, ob alle Unterlagen vollständig sind. Fehlt was, hast du wieder 1 Woche, 2 Wochen oder 4 Wochen an Zeit verloren oder der Antrag wird komplett abgelehnt und der Standort, den du vielleicht hast, der ist dann weg. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg mit diesem Programm, gefördert vom Land Berlin, und nutze es, dieses Programm. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wenn wir helfen können, nutze den folgenden Gutschein. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.